Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe das lange nicht mehr gesagt und jetzt will ich euch auch gleich noch mal was sagen. Ich spiele jetzt ein Horror-Game, das mir empfohlen wurde. Hey, ja, Chang Chang von dir. Und ja, ich muss euch heute einmal was sagen. Dieses Video hier wird nicht geschnitten, damit ich euch auch relativ, ja, ein bisschen anders rüberkomme. Einmal nicht so der Typ, der andauernd alle seine Videos schneidet, sondern vielleicht auch mal der Typ, der, auch anders kann, der vielleicht auch mal ein bisschen ein ernstes Thema ansprechen kann. Ich habe den Sound auch extra hier runtergedreht, aber ich höre ihn trotzdem noch richtig laut. Das wird halt ein bisschen schwer, aber juckt mich nicht, Leute. Das ist halt wie ein Slender Game, was ich hier gerade im Hintergrund spiele. Warum? Naja, ich bin ja eigentlich so ein Minecraft-YouTuber gewesen und ich weiß, dass das jetzt gleich, was ich sagen werde, auch gleich viele betreffen wird, aber ich werde wahrscheinlich nicht mehr so viel Minecraft bringen. Weil ich da einfach keine Lust mehr drauf habe. Wisst ihr, Minecraft ist nicht mehr so das tolle Spiel für mich. Ich will aber euch weiterhin unterhalten. Und ich weiß, wo meine Zielgruppe ist. Und zwar nicht zu weit weg. Und deswegen will ich auch bei meiner Alterszielgruppe bleiben. Und zwar bei der Besten. Und zwar bei euch. Ich höre gerade ein bisschen mehr auf die Sounds auch, weil ich ein Dark Gameplay ein gutes hinbekommen möchte. So, gehen wir mal durch die Tür hier. Also vom Gameplay her, das ist halt ein Horrorspiel, wenn wir einen Jumpscare kriegen. Ich mache den relativ low für euch, nennen wir es so. Er wird relativ low, denn ja, ich will jetzt nicht zu Tode jumpscaren, wenn ich gerade ein Thema anspreche. Also, sorry about that, vielleicht kriege ich einen Jumpscare gedrückt, vielleicht bin ich vorher auch schon mit dem Thema fertig. Also, das dazu gesagt. Ja, ihr könnt mir gerne Spiele in die Kommentare schreiben. Ich werde hin und wieder, vor allem am Wochenende, werde ich öfters noch so Horror-Games, Livestreams machen, also von ein paar Horror-Games. Da werde ich... Ist hier jemand? Glaub nicht, aber ja, ist auch egal. Also Horror-Game-Livestreams werden schon noch kommen zwischendurch. Und ja, dazu brauche ich, denke ich, auch nicht noch mehr sagen. Denn, ja, ich treffe halt dann schon auch noch andere Zielgruppen mit den Livestreams. Und sonst so, ja, kommt dann meine Live-Reaction immer rein. Also hier so zu dem, was halt jetzt kommen wird, wahrscheinlich Games, die ihr mir empfehlen könnt. Ich werde die dann auch kaufen. Ich habe ein bisschen was wieder aufgeladen. So Paypal-mäßig und Paysafe-Karten-mäßig habe ich jetzt wirklich wieder viel genug aufgeladen, damit ich mir vielleicht das eine oder andere Spiel holen kann. Aber ich will halt, wie gesagt, in der Alterszielgruppe bleiben. Zu den Spielen ab 18 will ich gar nicht hinkommen. Nicht, weil es mir nicht gefallen wird. Nee, sondern weil ich halt eben die Leute unterhalten will, die ich jetzt auch unterhalten habe in Minecraft. Genau dahin will ich kommen und deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich auch Overwatch-Gameplays sowas bringen. Oder halt eben jetzt hier von dem The Eyes. Ja, okay, es wird wahrscheinlich eher in so einem nächtlichen Livestream kommen. Mit richtig lauter Musik auch noch wahrscheinlich. Richtig lauten Sound, so damit ich mich richtig schön erschrecke, ne? Ich glaube, das wisst ihr, was ich will. Und ja, das dazu gesagt. Ich werde natürlich auch noch mit anderen Leuten aufnehmen und so. Und da bleibt alles ganz cool. Aber sonst so bin ich einfach jetzt eher so jetzt wieder unterwegs, so in dem Gebiet, wo ihr auch seid. Also halt eben den Gebiet, das ihr gewohnt seid. Und bei diesem Gebiet werde ich auch bleiben. Also, joa. Ich werde alle möglichen Spiele streamen, die halt eben Horror Games wahrscheinlich wieder zum Ende des Tages. Und joa, dann hätte ich das angesprochen. Wir kriegen anscheinend doch keinen Jumpscare. Okay, doch, wir kriegen... Jetzt haben wir einen gekriegt. Ich wollte gerade sagen, ich krieg keinen mehr. Aber genau jetzt kriege ich einen. Okay, dann war's das von der Folge, Leute. Viel Spaß und ciao.